Heute bei Wer weiß denn sowas? Bernhard zusammen mit Arne Friedrich. Und sie spielen gegen Elton und Marcel Reif. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Pünktlich zum Anstoß zu einer neuen Ausgabe von Wer weiß denn sowas? Die Teams sind bereit, haben sich natürlich bereits warm gemacht, warm gespielt, um sich heute hier nicht zu verletzen während der Sendung. Wir spielen mit zwei wunderbaren Gästen. Irgendwie liegt das Thema Fußball natürlich heute in der Luft. Und deswegen auch gleich eine spannende Information zum Anfang. Ich bin gespannt, ob Marcel Reif das wusste. Aber wussten Sie eigentlich, dass Cristiano Ronaldo nach Ronald Reagan benannt wurde? Wusstest du das? Oh. Hammer! Nein. Nein. Ja, ist aber so. Ist belegt. Ist belegt. Ja? Also herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr. Arne Friedrich. Ehemaliger deutscher Nationalspieler. Das bist du. Und die Stimme. Marcel Reif, meine Damen und Herren. Marcel freut sich jetzt auf die ersten Fragen und ersten Kategorien, aber wir gucken vorher natürlich noch, wie viele Leute hinter uns im Team sitzen und werden da jetzt einen genauen Blick darauf werfen. Hinterm Team Bernhard. Bernhard und Arne Friedrich sitzen genau 56 Menschen. Und hinterm Team Elton, Elton und Marcel Reif sitzen 50 Menschen. 50. Im Grunde nichts mehr, als dass das Team Bernhard mit der Auswahl der ersten Kategorie beginnt. Wie immer gibt es für jede richtige Antwort 500 Euro und einen Publikumsjoker für beide Teams. Wir legen los, 12 Kategorien, wie immer, auf unsere Wand. Die Kategorien heute. Tierisch, tierisch, Europa, Neuheit, total genial, Einspruch, unser Körper, Florida, wie ticken wir, Schönheit, damals, Fragezeichen und Wintersport. Florida, hatten wir noch nie. Ganz neu. Hat sich von euch einer Florida gewünscht? Das ist das erste Mal, dass ich die Kategorie auf der Wand lese. Ich habe die auch noch nie gesehen, deshalb finde ich sie sofort spannend. Florida, warst du schon mal in Florida? Was willst du nehmen? Nee, ich würde unser Körper nehmen. Unser Körper? Ja. Wir nehmen unser Körper. Wir fangen an mit unser Körper. Da hat man als Sportler durchaus einen Bezug zu. Ja, ne? Und lernt man ja auch so einiges über seinen Körper in der Zeit. Dann werden wir uns irgendeine Knieverletzung oder Bänderverletzung irgendwas. Hört auf die erste Frage. Die menschliche DNA stimmt zu etwa 50% mit der einer Banane überein. Wurde von einem Team weiblicher Biologen entdeckt oder C enthält so viele Informationen, wie auf 1 Million CDs passen? Okay, das kommt auf die Menschen drauf an, wahrscheinlich, ne? Antwort A. Also, Antwort A hängt davon ab, welchen Welcher Menschen. Welcher Mensch? Die hilft auf uns nicht zu. Also, stimmt's? Finde ich sehr, also ich finde das mit der Ähnlichkeit sehr, es gibt ja so, aber mit der Kartoffel ist es, glaube ich, schon 80% oder sowas. Also, das ist wirklich, das fände ich sehr wenig, überraschenderweise. Wurde von einem Team weiblicher Biologen entdeckt. Nee. Nee, würde ich auch nicht sagen. Das war ein Typ. Also, definitiv. Das ist zeitlich begründet. Daran liegt's. Also, aber enthält so viele Informationen. Das ist auch ein bisschen wenig, wa? Eine, findest du 1 Million CDs? Also, das sind, eine CD sind 20 Lieder. Könnte man... Du kennst es ja noch mit den sind CDs. Sind das so viele? Ja, genau. Damals. Damals. Das ist eigentlich eine Geschichtsfrage mit den CDs. Mit den CDs. Also, ist so 20, also 600 Megabyte mal 20 sind 1200 Megabyte, mal 1 Million sind 1000. Sind, ist auch ganz viel Megabyte. also, ist viel. Aber jetzt sag nochmal zu A. Was hast du denn mit der Kartoffel gesagt? Also es gibt lustigerweise so Sachen, dass die Kartoffel mit der menschlichen DNA zu 90-80% übereinstimmt, was sehr lustig ist. Also weil nehmen wir C. Also nehmen wir C? Wir nehmen C, oder? Nur was weil bei der Banane nicht Kartoffel steht? Die Frage ist, was ich ja angenommen A stimmt, also würde mich interessieren, welcher Teil der Banane zu 50% in uns drin ist. Das ein Teil wüsste ich. Ich hab befürchtet. Dachte mal sehen, ob's. Also B haben wir ausgesprochen.
B, aus Prinzip schon mal aus. Also B würde ich ausstehen, das war... Die DNA ist halt relativ also eine DNA, da ist echt viel Information drauf. Ja, sollen wir A nehmen? Klingt irgendwie ein bisschen verrückt. Du, wir nehmen jetzt das A, was du gerade eben abgelehnt hast. Als C, ja, genau. Ich bin froh, dass du so stringent und konsequent deinem Weg folgst heute Abend. Ich würde eher C sagen. Gut, was? Dann machen wir C. Sehr gut. War ja mein erster Gedanke. Ja. Sehr gut. Also ihr nehmt C. Ihr nehmt C. Und wir lösen es auf und haben hier einen Beleg für die richtige Antwort. Unsere DNA stimmt zu etwa 95% mit der des Schimpansen überein. Während beim Affen nachvollziehbar ist, dass ein gemeinsamer Vorfahre zu der DNA-Ähnlichkeit führte, ist eine andere Entdeckung verblüffender. Der Mensch hat etwa 50% seiner DNA mit einer Banane gemeinsam. Denn vor etwa 1,5 Milliarden Jahren teilte sich die Entwicklung von Tieren und Pflanzen. Eine historisch bedingte Ähnlichkeit ist also noch vorhanden. Ja. Genau. Und dann ja, weißt du sowas, ne? Wir hatten recht, dass es B nicht ist. Ja, Banane. Ja. Kennst du dich mit Wintersport aus? Bei den Fragen, bei denen ich die Antwort weiß, ja. Sonst nicht. Wollen wir es mal probieren? Weil sonst ist eigentlich. Erstmal trinken ist leider nicht dabei heute. Da kommt ein bisschen Bezug. Schon. Bisschen Bezug zu den Bergen hast du schon. Also los, komm. Ne? Wintersport. Kategorie Wintersport. Was ist oft bei Anfängerkursen auf Skipisten zu hören? A. Halbmond und Sonne. B. Pizza und Pommes. Oder C. Ernie und Bert. Jetzt macht's mal spannend. Jetzt geht die Nummer los, ihr habt die einfachen Fragen, oder? Richtig. Jetzt schon. Die geht jetzt los, ihr habt die einfachen Fragen. Nein, das ist B, ne? Können wir schon. Und zwar, das können wir auch ein bisschen vormachen, glaube ich. Wo ist Kamera? Welche nehmen wir? Such dir eine aus. Such dir eine aus, alle für dich hier. Pommes ist normal, ja? Die hat das Weitwinkel. So, kennt jemand noch diese Skigymnastik? Im Dritten gab es die früher, wo man Fernsehen. Immer so machen und mit Mittermeier, Rosi Mittermeier, genau. Immer so, ist egal. So, also Pommes ist, wenn man eine Abfahrt normal runterfährt, einen kleinen Hang, ist ja Skianfänger, fährt man so Pommes, weil Skier sind lang wie zwei Pommesstücke. Mhm. So, wenn man jetzt bremsen, dann geht man in ein Pizzastück rüber. So, dann macht man die Skier so, dann sieht das nämlich aus wie eine Pizza. So Pommes, so Pizza. Sehr anschaulich erklärt. Jetzt muss es. Jetzt muss es nur noch stimmen. Aber sind wir uns nicht, sind wir uns einig. Ja? Nein, selbst wenn es nicht stimmt, ist so. Ich wollte gerade sagen, super erklärt, jetzt muss es nur noch richtig sein, Antwort B. Bevor Kinder anfangen, auf der Skipiste schneller zu fahren oder Kurven zu versuchen, sollten sie das Bremsen beherrschen. Dafür wird zunächst der Pflug gelernt. Um den Kindern diesen möglichst einfach zu erklären, sollen sie ihre Ski erst in der Parallelstellung halten, wie zwei Pommes. Dann stellen sie ihre Skier nach wenigen Metern schräg zueinander, wie ein Stück Pizza. €500 fürs Team Elton. Sehr gut. Nächste Kategorie. Was darf es denn bitte sein? Du willst jetzt dein Florida nehmen. Ich nehme jetzt mein Florida und dafür da folge ich dir in der Antwortstrategie. Okay, sehr gut. Ich bin gespannt. Wie schützen Wasservögel in Florida ihre Nistkolonien vor gefräßigen Nesträubern? A. Sie erzeugen zur Ablenkung Strudel im Wasser. B. Sie füttern die Alligatoren zum Schutz der Nester an. Oder C. Sie bauen sich eine Zwille aus Ästen und schießen Nüsse. Das ist ja eigentlich ein... Das ist jetzt einfach, finde ich, oder? Also, klar, C. Weil die immer meckern. C? Also C ist zu komplex für einen. Sie füttern die Alligatoren zum Schutz der Nester an. Ich weiß nicht, ob so ein Alligator, wenn der da so ankommt und da so einen kleinen Fischrest bekommt, sagt, weißt du was, dieser Fischrest sieht verdammt gut aus. Aber der Typ, der mir das ins Wasser geworfen hat, der macht mich satt. Ob die dann... Allerdings gibt es diese symbiotischen Dinge. Es gibt Vögel, die Zähne reinigen von Alligatoren und die nicht gefressen werden. So,
Sie erzeugen zur Ablenkung Strudel im Wasser. Ganz ehrlich. Jetzt erklären wir mal, wie das funktioniert. Ja, das kann ich nicht. Deshalb glaube ich, wenn wir Menschen... Also sagst du doch C. Nee, B ist mein... Ich bin am ehesten für B. Also Strudel im Wasser. Also vor allen Dingen, wer soll der gefräßige Nesträuber sein? Also, ich wüsste nicht, wie die... Also, was würdest du komplett ausschließen? Ich schließe C und A aus, weil... Ja, dann bleibt ja nur noch B. Moment, Freunde. Aber das heißt ja noch nicht B. Wir wollen nichts überstürzen. Wir schließen C und A aus. Geben wir ihm noch 10 Minuten. Ja? Eben war ich mir auch relativ schnell. Wir nehmen B. Nehmt euch Zeit. Wenn ihr von 3 Fragen 2 ausgeschlossen habt, nehmt euch Zeit. Ja, komm, wir nehmen B. Ja? Aus dem Aus. Ganz sicher? Ja, er hat mich total überzeugt. Okay. Bevor B auch noch ausschließt. Ja? Aber das wäre spektakulär, wenn das so funktionieren würde, oder? Ein Strudel, wir wollen ja einen Strudel. Wasservögel wie Pelikane oder Kormorane brüten in Florida in Bäumen. Forscher fanden jetzt heraus, viele der Nester befinden sich bewusst über Alligatorenkolonien. Gleichzeitig werden in diesen Nestern auffallend mehr Eier gebrütet, als die Vögel versorgen können. Die perfekte Win-Win-Situation. Die Alligatoren halten Nesträuber wie Waschbären fern und erhalten als Gegenleistung einige aus dem Nest geworfene Vogelküken. Der Verlust der Küken wird in Kauf genommen, um den restlichen Nachwuchs zu sichern. Ja. So brillant und einfallsreich ist die Natur, die ersten 500 Euro für euch. Ich möchte aber nicht, mehr, ich möchte nicht wissen, was auf eurer Seite passiert, falls ihr heute nicht gewinnt. Bin ich schneller draußen als meine Gäste. Das kann Nächste Kategorie. Mir ist alles egal, außer total genial und Schönheit. Nice. Sonst kannst du auswählen, was du möchtest. Nehmen wir damals oder damals? Damals. Auch nicht nett, guckst ihn an und sagst, nehmen wir damals. Ja. Was denn? Ja, nee, ich habe das schon registriert, aber ja, er meint es nicht so. Ja. Er meint es ganz, er will nur spielen. Ich befürchte, Marcel, du warst nicht dabei. Die ersten Stewardessen, die 1930 an Bord von Verkehrsflugzeugen zum Einsatz kamen, waren zuvor A. Kellnerinnen, B. Krankenschwestern oder C. Fotomodelle. Also so viele Fotomodelle gab es damals nicht. Nicht 1930, soweit ich mich erinnern kann. Kellnerinnen, also jetzt das geht ja darum, was sie machen. Also ja. Kellnerinnen schubsen und du kennst ja diese ja. herabwertenden Saftschubse. Stewardess so. Ist, sag's einfach. Naja, also Stewardess ist eine Saftschubse. Weil dann hab ich morgen eine höchst hochqualifizierte Saftschubse. Weiß Gott. Also Krankenschwestern, weil damit sie, falls helfen könnten. Ich würde auf B tippen. Macht das Sinn, dass man Krankenschwestern einfach dann aus dem Krankenhaus abzieht, um die dann in Verkehrsflugzeugen... Wenn man sie fragt, würdest du lieber fliegen als... So? Dann nein. Also Fotomodelle schließe ich auch aus. Nee, das ist auch, wenn es eine gute Werbung ist, vielleicht. Ein bisschen sehr kurz gesprungen. Außerdem finde ich, sind alle Stewardessen eine Art Fotomodell. Alle sehen super aus. Aber Sinn macht Krankenschwestern, weil man weiß nicht, was passiert. Sauerstoff, bla bla bla, Unmacht. Also nehmen wir B. Du guckst mich so an von wegen, was labert der? Nimm endlich B. Nee, ich sag, nimm was du möchtest, aber mach's B. Ja, dann nehmen wir B. Komm, wir probieren's mal. Also, wie ich einmal schief, das ist auch gut. Ja, also in der Tat klang auf jeden Fall schlüssig und logisch, was ihr da gerade gesagt habt. Aber wie verhält es sich mit der richtigen Antwort? Flugbegleitung war anfangs reine Männersache. Doch am 15. Mai 1930 servierte eine 25-Jährige den Hühnchensnack mit Fruchtsalat und kümmerte sich nebenher vertrauenerweckend um die ängstlicheren Gemüter. Die junge Frau hieß Alan Church und schrieb als erste Stewardess der Welt Luftfahrtgeschichte. Da eine Flugreise damals noch recht abenteuerlich war, passte es nur zu gut, dass sie ausgebildete Krankenschwester war. Der Fluggesellschaft gefiel das so gut, dass sie Alan Church zur Chefin der ersten 8 Sky Girls machte, die allesamt Krankenschwestern waren. Sehr gut. Sehr gut. Also, 1000 Euro auf eurem Konto. Perfekter Einstieg. Wie machen wir weiter? Komm, sag's schon.
Was? Ich weiß doch, was du sagen willst. Was wollte ich denn sagen? Boah, war das schwer. Ich hab's gewusst. Ich bricht doch irgendwas. Verdammt nochmal. So, was nehmen wir jetzt? Dann nehmt doch jetzt was. Irgendwas, was du gar nicht möchtest. Was ich gar nicht möchte? Ja. Wir nehmen Schönheit. Ja. Okay. Oh. Herr Rupert wegen. Womit lassen sich Haare reinigen, wenn weder Wasser... Das ist ja genau der Richtige. Ja. Hör mir auf. Du bist doch aus hier. Du, wir sind ein Team, wir sind gleich hier. Du kannst nicht einfach irgendwas sagen. Hey! Jetzt, natürlich kann ich irgendwas sagen. Hast du denn deine Haare? Ganz ehrlich, ich gebe dir einen Pass, du musst jetzt nur noch das Tor machen. Warte doch, erstmal ab. Vielleicht weiß es Bernhard ja vom Hören sagt. Vielleicht habe ich auch die zwei falschen ausprobiert. Das womit lassen sich Haare reinigen, wenn weder Wasser noch Shampoo zur Verfügung steht? A. Apfelschorle, B. Grießbrei oder C. Maisstärke? Ja, was nimmst du immer? Was ich immer nehme? Puh! Das ist jetzt echt eine spannende Frage. Vielleicht auch eine Publikumsfrage. Also Apfelschorle schließe ich aus, also viel Zucker drin. Grießbrei würde ich ausschließen, da ist zu viel Zucker drin. Und Zimt. Du siehst, ich wirke sehr überzeugend. Da hinten vertraut man gerade. Maisstärke, weiß ich nicht, vielleicht geht das sogar. Dass die Stärke bindet, irgendwelche Drecksachen, die da oben drin sind, locker, flockig. Also ich habe heute Morgen Volumen benutzt. Also Werner, Plan? Darauf kriegst du das Haar heute ja auch offen. Ja, ich sag, genau. Du solltest nur mit dem Haarspray nicht immer so übertreiben. Ja, das. Und das, also ich weiß, dass es Trockenshampoo gibt, also was ohne... Als Sportler duscht man doch mehrfach am Tag. Da ist doch Körperpflege, Haarpflege ist doch ein großes Thema. Das, die Dinge habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Aber also ich würde auch sagen, A, nicht. Zucker. Also, ist einfach... Ist total logisch. Komm, nehmen wir C. Kurze Nummer. Sollen wir es einloggen? Ja. Ja. Okay, also probieren wir es mit der Maisstärke. Vielleicht kommen Sie ja mal in die Situation, dass Sie gerade sagen, ja, kein Wasser, kein Shampoo, aber ich möchte trotzdem gerne gepflegtes Haar haben. Trockenshampoo lässt fettige Haare in Sekunden wie frisch gewaschen aussehen. Um es ganz einfach selbst herzustellen, reicht schon der Griff ins Küchenregal. Auf den Haaransatz circa einen Esslöffel Maisstärke gleichmäßig auftragen und gut einmassieren. Die Stärke bindet den Talg, entfettet das Haar und kann anschließend mit einer dichten Bürste ausgekämmt werden. €1.000 für euch und man geht auf jeden Fall... Aber die Idee, es gibt kein Wasser und kein Shampoo, aber Maisstärke haben wir immer dabei. Ja, klar, wer nicht? Aber ihr habt euch das gut überlegt. Du weißt nicht, in welche Situation man im Leben kommen kann, Marcel. Immer Maisstärke dabei. Immer Maisstärke. So, was machen wir als nächstes? Such dir was aus. Ich soll mir was aussuchen? Ja. Oha, dann nehmen wir Einspruch. Sehr gerne. 1989 verklagte eine Frau aus Darmstadt den Deutschen Wetterdienst, weil... A. Es regnete, obwohl der Wetterbericht Sonne voraussagte. B. Ein Regenschauer ihre Dauerwelle zerstört hatte. Oder C. Sie sich von dem Begriff Altweibersommer diskriminiert gefühlt hat. Puh. Diese C-Nummer glaube ich irgendwo gehört zu haben, aber das muss ich nichts sagen. Ja, muss nichts sagen. Das erste ist so schlicht. Da ist diese Sendung an sich besser, oder? Ja, das denke ich auch. Ja. Ja. Und B genauso, ein Regenschauer ihre Dauerwelle zerstört hatte. Also ganz im Ernst, da kann ja nur wirklich der Wetterbericht nichts für. So. Für A eventuell schon, für C auch, aber für B kann der Wetterbericht nichts für. Oder der Wetterdienst. Also dieses A, das gibt es wirklich, dass es große Probleme macht, wenn also Unwetter nicht vorhergesagt werden. Dann ist das ein ja, vielleicht eine, hat die... Vielleicht schlimme hat die... Geschichte, aber nur weil es ein bisschen regnet und die Sonne scheinen sollte. Ja, aber vielleicht hatte die was vor und das ging nur, wenn die Sonne scheint. Und dann ist das
quasi geplatzt, in Regen gefallen oder wie sagt man? Ins Wasser gefallen. Aber ich bin ja bei dir. Ja? Mhm. Und deswegen hat die gesagt, hör mal, ihr habt mir, was weiß ich, den Job gekostet, weil ihr Sonne vor. Also kann ich mir gut vorstellen. Genau. Aber du hast einen. Lass uns 10 nehmen. Nein, also ich glaube, ich. Es sei denn, das ist was anderes. Also ich bin für C, aber ich unterwerfe mich deinem Diktat. Nur noch eine Gegenfrage. Nur noch mal von vorne. Warum sollte sie dann den deutschen Wetterdienst verklagen? Ich meine, wegen den Duden oder irgendein Sprach, weil das ist ja keine. Irgendjemand hat sie sich genommen. Und die sprachen von dem Altweibersommer. Und ich lasse mich von dir nicht verunsichern, nicht durch Fakten. Jetzt verunsicherst du aber mich. Ich weiß. Mach, was du willst, aber es wird zäh sein und du wirst sehr traurig sein. Meine ich. So, Elton. Jetzt musst du dich entscheiden. Du bist der Chef. Ist das welche A? Antwort soll es sein? Ja. Das kleine verführerische A? Wir nehmen C. C, alles klar. Ja. Und kann Ihnen sagen, spannend, was man hier so erfährt. Eine Darmstädterin verklagte 1989 den deutschen Wetterdienst, weil sie sich von dem Ausdruck Altweibersommer diskriminiert und beleidigt fühlte. Die Bezeichnung Weib sei ihrer Meinung nach abfällig und würde zum Ausdruck bringen, dass die Betreffende keine richtige Frau mehr sei. Das Landgericht wies die Klage zurück. Der Begriff sei schon längere Zeit im deutschen Sprachgebrauch verankert und gehe laut Gericht auf die bei schönem Wetter im Herbst sichtbaren Spinnweben zurück. Weiben ist nämlich ein altdeutscher Ausdruck für das Knüpfen von Spinnweben. 500 Euro oben drauf. 1500. Und wisst ihr, was wirklich eine ganz lustige Geschichte am Rande ist, wirklich die Ironie der ganzen Geschichte. Die Klage wurde abgewiesen am 2.2.1989 und das war Altweiberfasnacht. Ja, ich weiß nicht, ob das Gericht das bewusst so gemacht hat, aber es war so. Ja? So, 1500 Euro sehr für Zigaretten und eine neue Kategorie zur Wahl. Also du möchtest Neuheit oder Fragezeichen? Ich persönlich, Neuheit finde ich wirklich schwer. Du willst Europa. Ich würde Europa lieber nehmen oder Fragezeichen. Lass uns das Fragezeichen nehmen. So sieht's aus, wir sind uns einig. Und es ist egal, was wir nehmen, es wird die schwierigere Frage sein. Mit Sicherheit, ja. Egal, sag du. Die Frage aus der Kategorie Fragezeichen schließt mit einem Fragezeichen ab. Hey. Zur Hose abziehen bezeichnet das A. Eindicken von Soßen, Kürzen von Hosen oder Ernten von Radieschen? Ja. So, lass mal überlegen. Ich glaube, das habe ich schon mal gehört, das Wort Rose. So, die Frage ist, was ist eine Rose? Also Eindicken von Soße. Also man würde dann zum Beispiel Maisstärke zum Reinigen, wenn man gerade mal keine Ahnung schon hat. Ja, in die Soße kämpft, das Maisstärke. So, aber abziehen, das ist natürlich. Keine Ahnung. So. Kürzen von Hosen. Vielleicht gibt es eine Stelle, die der Schneider die Rose nennt. Es ist der stachelige Bereich, der rote Bereich oder der schönste Bereich. So, und das Abziehen heißt, man macht das bis hoch. Ich hätte jetzt gesagt, kochst du nicht? Nee. Ja, oder nicht? Also, das Soßen-Einding hat bei mir noch nie funktioniert. Ich mache regelmäßig so eine Suppe. Okay. So. Ernten von Radieschen. Damit ist wahrscheinlich gedacht, man zieht ein Radies, nee, bei Erdbeeren hätte es sogar sein können, dass man das oben Rose nennt und dann zieht man das ab zur Rose. Kürzen von Hosen? Was ich hole schon mal das Mikrofon, ne? Tendenziell, bist du ohne es erklären zu können, würde ich sagen B oder C und ich würde zu B tendieren. Mhm. Frag mich nicht warum. Wieso? Und ich würde zu A tendieren. Super. Was machen wir jetzt? Ja, sollen wir das Publikum fragen? Das weiß bestimmt einer. Gucken wir mal in die Gesichter. Wir nehmen Publikum. Wir nehmen das Publikum. Also ich habe keine Ahnung. Okay. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir nehmen das Publikum. Ihr nehmt das Publikum. Also Kopf hier, du. Ist auf jeden Fall gut. Wenn die sich nicht melden, wissen wir, es war eine schwere Frage. Dumm ist, wenn die jetzt alle aufspringen. Dann müssen wir uns Gedanken machen. So. Ah. So.
Guten Abend, liebe Ellen. Ellen. Schön, dass Sie da sind, Ellen. Wo kommen Sie her, Ellen? Aus Hamburg-Nelsen. Gut, was soll es denn sein? Was glauben Sie denn, was also, richtig ist? Also ich würde sagen, es ist C, denn aus Radieschen macht man auch so kleine Partyrosen und dann schält man diese Schale. Aha, ey, verstehe. Ja, sehr gut. Also diese Gemüseschnitzerei, sowas genau. Meinen Sie, ne? Ja, ja, ah, klar. Stimmt, jetzt muss ich sagen, habe ich auch schon mal gesehen. Ja? Frage ist nur, hat das was mit dem Begriff zur Rose abziehen zu tun? Man zieht es ja runter und bildet daraus eine Rose. Nee, ist klar. Aber wir müssen das jetzt noch mal überprüfen, was Sie sagen. Wir haben auf jeden Fall Antwort C eingeloggt. Schauen wir doch mal. Was so poetisch klingt, ist ein Fachbegriff aus der Küche. Zur Rose abziehen. Bezeichnet demnach, dass eine Soße bei geringer Hitze und unter ständigem Rühren mit Eigelb gebunden wird, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Bei der anschließenden Probe kommt die Rose ins Spiel. Den Kochlöffel in die angedickte Masse tauchen und wieder herausziehen. Danach auf den Soßenfilm am Löffelrücken pusten. Es bildet sich ein welliges Muster, das mit etwas Fantasie einer Rose ähnelt. Tja, man erfährt hier so viel Spannendes, aber das war ein guter Ansatz. Vielen Dank, dass Sie sich getraut haben. Ja, nee, ne? Noch nie gehört. Bernhard hatte so ein richtiges Gefühl, aber hat sich ja auch nicht getraut. Nee, deshalb. Also ich bin froh. Insofern bleibt es erstmal bei den 1.000 Euro. Vielen Dank. Aber wir kommen noch mal auf euch zurück. Mit euch geht's weiter. Mit welcher Kategorie? Europa. Ja, wollen wir mal nehmen. Aus der Kategorie Europa. Was bedeutet die Gravur LL auf der Vorderseite von Euromünzen? A. Es bezeichnet die metallische Legierung. B. Es steht für lateinisch Recht und Geld. Oder C. Es sind die Initialen des Designers Luc Lux. Ui. Recht und Geld. Lass mal gucken, was aus meinem lächerlichen kleinen Latein. Ich hatte auch Latein, aber da weiß ich auch nichts mehr von. Recht müsste Recht man ist Jus, oder? Ja, Justitia. Jus. Also Jus und Geld war D mit D irgendwann. Nee, also das nicht. Nee, also würde ich dann auch. Warum sollte ein Designer Lux allein schon. Er hat seine ganze Vokale verkauft. Lux. Ja. Für ein paar Euro. Lux. Vielleicht ist es aber auch ein Künstlername. Metallische Legierung mit L, das würde ich eigentlich auch ausschließen. Da kann dann ja nur. Was sind das für Legierung? Was sind die aus? Was bestehen die? Aber das L, ist L Kupfer, als aber. Kupfer was? Ist ja eine Centmünze, ist ja keine Euromünze. Das soll das LL. Das ist, was? LL, das ist bisher zwei. Wollen wir C riskieren? Ich als Risiko. Ja? Ja. Wir nehmen C. Wir setzen mal 1 Euro auf C. Ein Euro auf C. Wenn es richtig ist, lege ich noch 499 obendrauf. Auf der Vorderseite jeder Euromünze befindet sich die kleine Gravur LL. Aber wofür steht sie? Die metallische Legierung ist es nicht. Die 8-Euro-Münzen bestehen nämlich aus unterschiedlichen Metallen. Recht heißt auf Latein zwar Lex, aber Geld heißt Pecunia. Die Münzen haben international einheitliche Vorderseiten. Sie wurden gestaltet vom belgischen Künstler Luc Lux. Signaturen sind eigentlich nicht vorgesehen, aber er hat gefragt und man hat es ihm erlaubt. Man muss aber was riskieren. 2.000 Euro. Ja. Aber Lex, da waren wir ganz schön verkehrt. So, wir haben noch 4 Kategorien, das heißt für beide Teams noch jeweils 2 Fragen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nicht so einfach ist, die richtige zu finden. Was willst du? Ja, wir waren uns doch gar nicht einig. Wir waren noch gar nicht einig bisher. Ich würde jetzt Neuheit sagen. Oder Neuheit. Neuheit. Du möchtest die Neuheit nehmen. Wenigstens mal bei der Kategorieauswahl einig. Nehmen wir die Neuheit. Womit wollen isländische Wissenschaftler die Weltmeere entlasten? A. Mit sich allmählich selbst auflösenden Schleppnetzen. B. Mit Plastik. Was? Das liebe. B. Mit Plastikflaschen aus biologisch abbaubaren Algen. Oder C. Durch phosphatfreies Waschmittel aus Vulkanasche. Gott. Jetzt du. A.
klingt A, würde ich sagen, oh, was ist jetzt so schöne Schleppnetzen, das Wissenschaft, ja, die Weltmeere entlasten. Ja. Gut, wenn jetzt die, ja, es die Schleppnetze sich selbst auflösen, wäre das natürlich fürs Weltmeer ziemlich gut. Wäre es nicht schlecht. Plastikflaschen aus biologisch abbaubaren Algen? Weiß ich nicht. Also wäre natürlich eine coole Erfindung. Auch nicht schlecht. Würde aber eher zu A tendieren. Eher zu A, ja. Was sagst du zu C? C. Waschmittel aus Vulkanasche. Also phosphatfreie Waschmittel, Vulkanasche soll, glaube ich, die Idee sein. Island, Vulkaninsel und so weiter. Und ich weiß, dass man zwar mit Asche waschen kann, aber das ist... nee, glaube ich. Plastikflaschen, warum nur Plastikflaschen? Warum nicht alles aus, alle Plastik generell aus Algen? Ich weiß aber, dass Schleppnetze ein Riesenproblem sind, wenn sie verloren gehen, weil nämlich da Tiere drin gefangen werden, die das sehr doof finden, mittelfristig. Sehe ich es richtig, dass wir uns das erste Mal einig sind? Ja, und das macht mir Sorge. Wir sind uns einig und wir sollten uns deshalb für etwas völlig anderes entscheiden. Wir sind beide für A. Ja. Dann lass uns doch A nehmen. Ja, wir nehmen A. Lass uns einmal in dieselbe Richtung laufen. Ihr nehmt A. Und es ist wirklich eine bahnbrechende Erfindung. Die Weltmeere sind voll mit Plastik. Um Abhilfe zu schaffen, hatten isländische Forscher eine geniale Idee. Plastik aus Algenpulver und Wasser. Aus diesem Kunststoff lassen sich Wasserflaschen produzieren, die, solange sie mit Wasser gefüllt sind, ihre Form behalten. Sobald sie leer sind, beginnt die Kompostierung und übrig bleibt ein Algenklumpen, der im Meer biologisch abgebaut wird. Oh. Eigentlich cool. Hey. Ja, aber ihr habt euch zumindest... Und seid ihr euch sicher, dass ihr hier richtig sitzt? Das es kann schon lauter sein. Es bleibt bei 1000 Euro. Coole Erfindung, oh, die Isländer da gemacht haben. Wir waren uns aber einig. Vorletzte Frage auch für euch. Tierisch, tierisch, total genial. Oder wie ticken wir? Wir haben den Eindruck, dass zu uns jetzt nur passt, total genial. Für den Moment. Es ist ja immer eine Momentaufnahme. Jetzt gibt's fürs Großkotzige. Ja. Aber wir haben auch das Publikum. Das ist eine besondere Frage für. Was hilft gegen zu viel Kohlensäure in einem Glas Mineralwasser? Schütteln. A. Eine Prise Salz einstreuen. B. Einen Spritzer Öl hinzufügen. Oder C. Einen Magnet unter das Glas stellen. Ja, los jetzt. Ach, in einem Glas Mineralwasser. Okay, das kann man natürlich nicht mehr schütteln. So. Also ein Magnet unter das Glas stellen. Gut, wir haben wahrscheinlich überhaupt gar keine Ahnung. Ich glaube, wir können auch nicht wirklich irgendwas Salz, mitgeben. Salz, irgendwie chemisch Kohlensäure bindet. Also das, was dieses Gebabbel bindet. Aber verändern wir dann nicht zu sehr den Geschmack, auf der anderen Seite ein bisschen Salz? Das ist Salz. Da hier nicht die Frage. Das ist die Frage. Schmeckt scheiße, aber... Schmeckt scheiße, aber es, keine es Kohlensäure mehr drin. Genau. Öl bindet natürlich auch, aber nicht unbedingt Kohlensäure. Es ist dann... Und dieses Getränk möchtest du dann gar nicht trinken. Nee. Dann ist dann schon Bursch. Also wir nehmen das Publikum, geben aber A auf ein bisschen auf den Weg. Sehr auf den Weg. Also ja, wenn du dir sicher bist... Nein, ich bin mir nicht sicher. Aber wir geben sehr auf den Weg, dass wir eine gute Begründung für A hören möchten. Na gut, dann... Guck mal da oben, ruckzuck oder zwei. Oh. Chemie 2. Note 2. Jonas. Jonas, grüß dich. Jonas, du kommst aus Hamburg, hier aus der Gegend? Aus der Gegend, ja. Ja, okay. Und gehst du zur Schule? Ja. Welche Klasse? 11. Ist da gerade sowas irgendwie behandelt worden? Nee, überhaupt nicht. Ja, aber du hast bitte? Trotzdem eine Ahnung, weil sonst wärst du nicht so schnell aufgestanden. Ja, ich habe sehr starken Verdacht zu A, weil wir es auch mal im Urlaub ausprobiert haben. Und das schmeckt echt scheiße. Und, aber warum habt ihr das gemacht? Ja, Langeweile, aber... C macht überhaupt keinen Sinn, weil Magnet hat nichts mit Kohlensäure zu tun. Mhm. Und B, Spritzeröl, der würde sich oben drauf ablegen, würde vielleicht einen Schutzfilm bilden, aber der würde jetzt nichts mit Kohlensäure passieren. Mhm. Verstehe. Also, dann werden wir das sehr jetzt überprüfen. Gute Begründung. Wir haben gute Begründung. Das A, was wir und nehmen wenn die Prise Salz stimmt, dann gäbe es weitere 500 Euro aufs Konto vom Team Elton. Manchmal ist einfach zu viel Kohlensäure im Mineralwasser. Abhilfe kann hier eine Prise Natriumchlorid sein, sprich Kochsalz. Das Salz stört die Verbindung von Kohlensäure und Wasser, da sich das Wasser lieber an die Salzionen hängt.
Dadurch löst sich die Kohlensäure und steigt in Bläschen aus dem Wasser. Das Wasser sprudelt weniger und schmeckt bei sparsamem Gebrauch auch nicht zu salzig. Ja, sag es. Damit 2500 Euro bei euch. Und eine Frage haben wir ja gleich noch. Also aber woran, vorher spielen woran wir die Kollegen wirklich gut sind, da muss ich wirklich sagen, Chapeau, Hut ab, ich falle auf die Knie. Ihr schafft es, die leichten Fragen zu finden. Komm, jetzt nehmen wir dein tierisch. Jetzt nehmen wir mein tierisch, ja. Tierisch. Das nimmst du sonst immer gleich vorneweg. Nee, das, ich weiß, da gibt es mir zu viele Tiere, von denen ich noch nie gehört habe. Okay, aber vielleicht von diesem. Wenn sich der Atlasspinner bedroht fühlt, ja, hör mal. Fliegt er blitzartig im Quadrat und macht den Feind schwindlig, bläht er sich um das 20-fache seiner Körpergröße auf oder C, ahmt er eine zweiköpfige Schlange nach? Ihr wisst, was ich meine mit, dass ihr die leichteren Fragen habt. Also, das habt ihr auch verstanden. Also, entschuldige bitte. Ich wollte gerade sagen, die ist doch auch einfach. Also ehrlich, wir wollen euch jetzt nichts vorsagen, aber ich meine, das wussten wir beide jetzt sofort. Ja. Also, ich meine, das ist Eigentor geschossen, wenn ich das so sagen. So, der Atlasspinner ist, glaube ich, ein Falter. So, also dass er im Quadrat fliegt, glaube ich nicht. Und dass der Feind dann schwindelig wird, sind auf jeden Fall die geileren Bilder im Video. Das definitiv. So, er bläht sich um das 20-fache seiner Körpergröße auf. Die Frage ist, geht es um die Raupe oder um den Falter nachher? Weil die Raupe könnte sich natürlich aufpusten und ist auf einmal größer. Der Spinner als Schmetterling oder Falter, wenn ich damit überhaupt richtig liege, der könnte einfach, indem er sein Dings irgendwie aufbaut, aussehen wie eine zweiköpfige Schlange. Wobei hier eine zweiköpfige Schlange echt merkwürdig. Also du möchtest jetzt wissen, ob es sich um die Raupe handelt? Also bei einer Raupe könnte ich mir das 20-fache seiner Körpergröße vorstellen. Wird das verraten, oder? Nein, wenn das sich jetzt dabei um eine Atlasspinner-Raupe handelt, dann wird es da stehen. Dann wird es da stehen. Ich tendiere zu C. Weil das ist so Mimikry-mäßig. Die bauen irgendwas nach und dann sieht das einer und dann hat er auf dem rechten und linken Flügel hat er irgendwie zwei Augen und dann denken die ja dann ui, 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 ui. Ich tendiere zu B. Ja. Aber wir nehmen C. Nein, 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 nein. Doch, das ging vorhin auch gut. Nee, das ging, nein, 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 nein. Wenn du mir gefolgt bist, sind wir regelmäßig in die falsche Richtung gerannt. Ich würde jetzt wirklich gerne mal hinter dir stehen. Okay, ich übernehme die Entscheidung. Und mich verstecken. Ich übernehme die Entscheidung. Du übernimmst die Entscheidung. C. C. Was? Definitiv C. Vertrau mir. Vertrau mir. Ja. So hat der Arne auch als Fußballer schon seine größten Erfolge gefeiert. Ja? Danke dir. Ja? So, wir gucken, ob C jetzt auch richtig ist. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Mit einer Flügelspannweite von bis zu 30 Zentimetern gehört der Atlasspinner zu den größten bekannten Schmetterlingen. Auch seine farbenfrohe Flügeloberfläche hilft ihm im Gefahrenfall bei einer beeindruckenden Pantomime-Show. Wenn der Atlasspinner landet, fügen sich die Flügel zusammen und es scheint, als hätte man es mit einer zweiköpfigen Schlange zu tun. In China ist er deshalb auch als Schlangenkopfmotte bekannt. So, 1500 Euro sind es auf eurem Konto. Ja. Wir haben ja noch eine Frage für euch aus der Kategorie. Wie ticken wir? Ist der Kellner eines Restaurants übergewichtig? A. Bestellen die Gäste viermal so oft Nachtisch? B. Verzehren die Gäste doppelt so schnell ihr Essen? Oder C. Beschweren sich Gäste dreimal so oft über ihr Essen? Was? Echt? Da gibt es natürlich eine Untersuchung, ne? Eine Studie dazu. Ist keine Behauptung. Das ist ja interessant. Findest du? Ja. Gut. Verzehren die Gäste doppelt so schnell ihr Essen, würde ich ausschließen. Warum? Der bringt mir das Essen, warum soll ich dann schneller futtern? Oder? Dieses Nachtisch, der wirkt sinnlich. Oh Gott. Dieser was dicke bitte? Kellner. Übergewichtige wirken sinnlich. Nein, 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 nein. Du noch wär's positiv. nein, der so sinnesfroh, als das Essen schmeckt, das macht doch Spaß.
Wenn der, natürlich todtraurig ist und sagt, ich bin so schrecklich übergewichtig, dann nicht. Wenn der aber meistens ist es doch so die Psyche, wenn man jemanden sieht, der übergewichtig ist, dann denkt man, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nee, das möchte ich lieber nicht. Da esse ich lieber keinen Nachtisch. Lass mal Nachtisch weg. Lass A ist hier. Das Gegenbeispiel wäre, wenn man jemanden sieht, der übergewichtig ist, dass man selber denkt, was bin ich schlank? Ich kann mir das leisten. Ja, kann vielleicht auch sein, aber ich sehe mich ja nicht. Also, ich meine, ich bin jetzt ein ganz blöder Fall bei dieser Frage. ich tendiere. Natürlich. Zu A. Ohne auch nur den Ansatz einer Begründung zu haben. Du lagst bis jetzt immer, immer richtig. Ja, aber weil ich sicher auftrete bei null Ahnung. Das ist das Geheimnis. Also. Sag es. Sag, was du willst. Ich mach ihn rein, Otze. So ist es. Wir nehmen A. Ihr nehmt A. Na, Jungs. Was könnte dafür die Begründung sein? Warum bestellen Menschen beim übergewichtigen Kellner viermal so oft Nachtisch? Forscher der amerikanischen Cornell-Universität fanden heraus, wer im Restaurant von einem Kellner mit hohem Body-Mass-Index bedient wird, bestellt viermal so häufig Nachtisch. Die Forscher vermuten, dass die Leibesfülle des Kellners die soziale Norm vorgibt. So denkt der Gast, Übergewicht sei normal und man kann sich zugestehen, mehr zu essen. Also erstmal kriegt ihr 500 Euro obendrauf und wir möchten das Gebühren feiern. Damit habt ihr die maximale Summe von 3.000 Euro erspielt. Wir haben einen Zwischenstand vorm Finale. Das Team Bernhard. Bernhard und Arne Friedrich haben 1.500 Euro erspielt. Und das Team Elton, Elton und Marcel Reif, 3.000 Euro den maximalen. Ich sag mal so, Kai. Wir haben für die 1.500 Euro gekämpft und geblutet. Ihr habt sie bekommen. So, hier ist unser großes Finale. Die Kategorie ist Ernährung. 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 So. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen. Wenn Bier und Chips die Frage ist, dann weiß ich das. Ich glaube, hier ist relativ klar, so wahrscheinlich, was ihr setzt. In eurem Falle, ihr habt ja deutlich weniger Menschen, also ja, nicht deutlich, aber ihr habt weniger Menschen hinter euch als Bernhard. Also es sind 50. Das heißt, wenn hier ein besonders hoher Betrag zustande kommt, dann könnte jeder von euch hier, wenn das Team Elton gewinnt, über 100 Euro heute Abend kassieren. Ja. Beide Teams haben gesetzt. Ja. Dann kommt hier die entscheidende Frage. Wenn die Frage und die Antwortmöglichkeiten verlesen sind, habt ihr 20 Sekunden Zeit zu antworten. Hier ist unsere Masterfrage. Welcher dieser Snacks wurde zuerst erfunden? A. Toast Hawaii, B. die Currywurst oder C. Hotdog? 20 Sekunden laufen ab jetzt. Würde ich sagen, das ist eine Erfindung bei uns. Sehr spät. Das ist auch. Ja? Okay, dann ist ja noch gut. Ist ja perfekt, weil ich hier da gesagt. Schön, dass ihr Spaß habt. Ja. Ja, wir haben ja nur noch 3 Minuten, bis du die Lösung vorschlägst. Ja. So, beide Teams haben ihre Antwort eingetippt. Jetzt schauen wir aber erstmal, was sie gesetzt haben. Das Team Bernhard. Bernhard und Arne Friedrich. Ich glaube, da wird es keine Überraschung geben. 1.500 Euro erspielt. Gesetzt haben sie alles 1.500. Elton und Marcel Reif haben tolle 3.000 Euro erspielt und haben gesetzt 2.500. Also es könnte was mit einem hohen Pro-Kopf-Gewinn werden für die Menschen hinterm Team Elton, wenn Elton denn richtig geantwortet hat und hier als Sieger heute diese Sendung bestreitet. Wir kommen zur Lösung. Was haben die genommen? Jetzt sag's doch! Ja. Mit deiner Dramaturgie. Jetzt kann man erst mal, was ihr genommen habt. Das Team Bernhard hat sich entschieden für
Antwort C, ja, Hotdog. Das Team Elton hat sich entschieden für Antwort C, Hotdog. So, ich glaube, der ein oder andere... Da ist einer froh da drüben. Ja. Der ein oder andere so wird gequält. Es wissen, die Currywurst. Ne? Hertha Heuber, ungefähr, hast du eine Ahnung? 60er, glaube ich. Ne? Ja, ganz knapp vor den 60ern, 1959. Ja. Ja, hat Hertha Heuber die Currywurst patentieren lassen sogar. Ja. Ne? Also gibt es ein Patent drauf. Der Hotdog. Um 1880 wurden Frankfurter Würstchen im Brötchen bereits von deutschen Einwanderern angeboten. Und der Toast Hawaii, erfunden vom Fernsehkoch Clemens Wilmenroth, das war... Naja, Fernsehkoch. 50er, ja, 50er, Ende 70er. 70er. Ja, auch 60er, würde ich sagen. 60er, ja, Anfang der 60er. Der Toast Hawaii war 1955 und das heißt, der Hotdog ist richtig. Glückwunsch, ja, 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 ja. Ja, Sie haben auf jeden Fall gut gespielt. 5.500 Euro und 50 Menschen sitzen hinter euch. Ich muss mal ganz kurz rechnen. Das heißt für jeden von euch 110 Euro. Damit kann man sich doch sehen lassen, oder? 110 Euro pro Kopf. Herzlichen Glückwunsch. Unsere siegreiche Publikumstribüne, unser siegreiches Team. Herzlichen Dank an Arne Friedrich und Marcel Reif für das wunderbare, unterhaltsame Spiel. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wünsche Ihnen noch viel Spaß im Programm des Ersten. Tschüss.